beginnen im Liegen. Füße am Po aufgestellt. Arme sind links und rechts neben deinem Körper. Handflächen zeigen nach unten. Hebe das Becken an. Hebe die Arme an. Heb dein Becken hoch. Fingerspitzen zeigen nach oben mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung nur die Arme nach hinten senken. Das Becken bleibt in der Luft. Einatmen, Arme heben. Mit der Ausatmung Arm und Becken tief. Einatmen, Becken, Arme heben. Ausatmen, Arme nach hinten tief. Einatmen. Ausatmen, Becken, Arme tief. Heben. Arme nach hinten senken. Arme heben, ausatmen tief. Nochmal das Becken heben und die Arme mal für einen Moment tief hinten lassen, das Becken noch ein Stückchen heben, vielleicht das Kinn ein bisschen weg vom Brustkorb schieben. Und die Arme wieder heben und ausatmen, Arme und Becken nach unten senken. Greif dein rechtes Knie, ziehst du dir heran, streck das linke Bein nach vorne aus. Fußzehen von beiden Füßen zu dir heranziehen. Oberkörper etwas heben, die Nase näher zum rechten Knie und vielleicht das linke Bein etwas heben. Fußzehen ein wenig aufspreizen. Achte darauf, dass der linke Fuß nicht nach außen kippt, sondern wirklich schön gerade nach oben zeigt. Und dann Oberkörper tief, linkes Bein senken, rechtes Bein lösen, nach vorne ausstrecken. Zieh dein linkes Knie heran und greif es mit beiden Händen. Fußzehen zu dir heranziehen. Auch hier die rechte Kniekehle drückt schön tief nach unten, Fußzehen zeigen nach oben. Dann den Oberkörper anheben, Nase näher zum linken Knie bringen, vielleicht das rechte Bein etwas heben, Fußzehen aufspreizen und immer entspannt atmen. Und lösen, rechtes Bein tief, links Bein lösen, nach vorne ausstrecken. Stell beide Füße am Po auf, zieh beide Knie zu dir heran und greife deine Knie. Ich mache die Knie immer gerne ein bisschen breiter, dass ich Platz habe, dass ich den unteren Rücken so richtig fest in den Boden schieben kann. Kannst du ein bisschen hin und her schaukeln oder auch leicht rotieren. Guck, was dir jetzt angenehm ist. Dann mal kleines Päckchen machen, Nase näher zu den Knien. Und Oberkörper senken, beide Füße aufstellen. Jetzt schieb den rechten Fuß über deinen linken Oberschenkel. Heb den Oberkörper etwas an, lupfe den linken Fuß, schiebe den rechten Arm durch die Öffnung hindurch, den linken Arm außen herum, greife Oberschenkel oder Schienbein. Pflaster lassen wir mal schön da dran. Und dann greifst du dein linkes Schienbein, ziehst es zu dir heran und senkst den Oberkörper wieder tief. Für etwas mehr Dehnung in deiner rechten Po-Seite kannst du mit dem rechten Ellenbogen das rechte Bein etwas nach vorne drücken und das linke Knie noch etwas stärker zu dir heranziehen. Oh, das ist deutlich spürbar. Aber angenehm. Ganz entspannt weiter atmen. Und lösen. Beide Füße aufstellen. Bringe dein linkes Bein über den rechten Oberschenkel. Heb den Oberkörper etwas an. Der linke Arm schiebt durch die Öffnung hindurch, den rechten Arm außen herum zu Oberschenkel oder Schienbein. Zieh das rechte Bein heran. Und wenn du kannst, roll den Oberkörper zurück. Drücke mit dem linken Ellenbogen vielleicht das linke Bein noch etwas nach vorne. Achte darauf, dass dein Nacken nicht überdehnt wird. Vielleicht ein kleines Kissen noch unter den Kopf legen, sodass du nicht so liegst, sondern wirklich schön gerade ausgerichtet. Immer einen entspannten Nacken haben. Dein Atem bleibt ruhig und gleichmäßig.
Langsam lösen. Okay. Wir kommen in die Happy Baby Pose. Beine anwinkeln, greif deine Füße von außen. Die Fußsohlen zeigen senkrecht nach oben, der untere Rücken bleibt fest am Boden. Jetzt ziehst du mit Kraft der Hände deine Beine, deine Knie tief. Achte darauf, dass der untere Rücken fest am Boden bleibt. Die Happy Baby Pose. Kannst du so lange halten, wie es für dich angenehm ist. Wenn du die rechte Hand löst und das rechte Bein nach vorne ausstreckst, kommst du in die halbe Happy Baby Pose. Anwinkeln und das linke Bein nach vorne ausstrecken. Rechte Bein zieht tief. Nochmal beide Beine anziehen. Happy Baby Pose. Jetzt greifst du deine großen Zehen mit deinen Fingern. Streckst mal das linke Bein nach links oben aus und das rechte Bein nach rechts oben. Der untere Rücken bleibt dabei fest am Boden. Mach es nur, wenn es geht. Und wenn du Lust hast, kannst du jetzt mal wie so ein Käfer mal auf deine linke Seite rollen. Auf die rechte Seite. Zur Mitte nochmal nach links. Mitte und nach rechts. Und nochmal zur Mitte kommen. Nochmal schön die Fersen nach außen oben schieben. Unteren Rücken am Boden lassen. Beine anwinkeln, Füße am Boden aufstellen. Arme zur Seite öffnen. Schieb dein Gesäß ein wenig nach links. Senke beide Knie für dein Krokodil nach rechts. Du kannst, wenn du willst, und dein Knie relativ weit oben ist, auch deine rechte Hand auf dein oberes Bein legen, dadurch wird die Dehnung stärker, musst du aber nicht. Zurück zur Mitte. Bevor du die Seite wechselst, zieh nochmal die Knie heran, rotiere oder schaukel ein bisschen hin und her. Füße wieder aufstellen, Arme seitlich öffnen, den Po ein bisschen nach rechts schieben, beide Knie nach links senken. Hier spürst du die Dehnung deutlich intensiver bei mir. Die Seiten können immer sehr unterschiedlich sein. Und vielleicht legst du die linke Hand noch auf den Oberschenkel, der oben aufliegt. Eher Höhe des Knies, dann kannst du es besser tief drücken. Versuch dich in dieser Haltung wirklich zu entspannen. So, die Schultern rollen tief. Die ganze Flanke soll sich entspannen. Darf sich entspannen. Lösen. Nochmal beide Knie heranziehen. Und dann roll ich über eine Seite. Und komme zum Sitz.